So, guten Morgen. Neben mir liegt das Besteck vom Abendessen und nach langer Pause lese ich wieder EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, zweite Auflage. EVK ist der Ewald von Kleist Verlag Berlin. Das ist dieses Buch hier. Lektion 20, der Wechsel der Gewinnermittlungsart. Sie sind bereits seit einigen Jahren Unternehmer und die Gewinne steigen und steigen, oder Sie sind es satt und widmen sich immer mehr dem Handicap auf dem Wurfplatz. Im Laufe eines Unternehmerlebens kann es durchaus vorkommen, dass in grauen Vorzeiten gewählte Gewinnermittlungsart, in Klammern Bilanzierung, Schrägstrich Betriebsvermögensvergleich bzw. Einnahmeüberschussrechnung, Klammer zu, nicht mehr zur Unternehmensgröße passt. Was es bei dem Wechsel der Gewinnermittlungsart zu beachten gibt, damit beschäftigt sich nachfolgende Lektion. Die Sprache ist relativ schwierig. Es ist aber gut zu lesen, denn es ist ein Serifendruck. Fall 94, die kaufmännische Buchführungspflicht. Sie sitzen auf der Dachterrasse ihres Großraumbüros und lesen voller Genuss die Zeitung Das Deutsche Steuerrecht. Ihr alter Schulfreund mit dem Internetshop kommt vorbei, etwas ungehalten über die Störung bei ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung, glättet sich die innere Aufruhr, als er ihnen das Schreiben des Finanzamts überreicht, in dem er aufgefordert wird, ab dem nächsten Jahr zur Buchführungspflicht überzugehen. Völlig zu Recht fragt er sie, was ist denn das schon wieder? So. Ja. Wir erinnern uns, wer Kaufmann ist, ist nach dem Handelsrecht verpflichtet, Bücher zu führen. Das ist der Beschluss 238 des Handelsgesetzbuches und muss einen Jahresabschluss aufstellen. Das ist der Beschluss 242 des Handelsgesetzbuches. Kaufmann kann man kraft Rechtsform, in Klammern zum Beispiel Kapitalgesellschaften, GmbH, Klammer zu, kraft eines kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetriebes, in Klammern zum Beispiel viele Angestellte, umfangreiche Kunden- und Lieferverwaltung, Klammer zu, oder kraft Eintragung, Klammern freiwillige Eintragung, E.K. heißt eingetragener Kaufmann, Klammer zu, sein. Für freiwillig eingetragene Einzelkaufleute kann auf Antrag die Buchführungspflicht entfallen, wenn in den letzten zwei Jahren jeweils der Gewinn unter 50.000 Euro und der Umsatz unter 500.000 Euro betrug. Diese nach Handelsrecht buchführungspflichtigen Unternehmer sind gemäß Beschluss, Paragraph 140 der Abgabenordnung auch steuerrechtlich zur Buchführung, ganz wichtig, dass man an der Stelle Beschluss nicht von Paragraph mit Paragraph verwechselt, dann kommt alles durcheinander. Auch steuerrechtlich zur Buchführung verpflichtet und müssen gemäß Beschluss 5 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit Beschluss 4 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes einen Betriebsvermögensvergleich, in Klammern Steuerbilanz, Klammer zu, erstellen. So, es geht weiter mit Fall 95. Tschüss.